den Ball gut, aber jetzt brauchen sie noch den. Mann! Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Hi Leute und herzlich willkommen bei Tizzy Schubech. Ja Jungs, einige von euch haben ja im Stream auch diese Freistoßtaktik gesehen, ja. Und da hatten wir ja gefragt, ich und Timo, ja, hättet ihr mal Bock vielleicht darüber ein Tutorial zu sehen, ja. Und einige haben gesagt, ja auf jeden Fall, saugeil, hau mal ein Tutorial raus. Ich muss dazu sagen, Jungs, ich habe diese Freistoßtaktik am Anfang von FIFA 17 bei Mirza gesehen, den werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken, ja. Da hat das Tutorial schon so ähnlich gezeigt, ja, nur da habe ich es nicht ganz so hinbekommen am Anfang, ja, und habe mich dann da so ein bisschen nochmal, ja, so ein bisschen geguckt, ja, wie könnte es vielleicht besser gehen, mit welchem Spieler muss ich passen, und ich habe eigentlich, sage ich mal, eine gute Methode gefunden, ja, wie diese Freistoßtaktik eigentlich richtig geil funktioniert, und ihr könnt damit wirklich in der Weekend League, ja, aus einem Freistoß, ja, wirklich die Gegner auseinandernehmen, weil man muss ja oft sagen, bei FIFA 17 ist es ja gerade so, dass wenn ihr einen Freistoß habt und schießt den so, ja, vielleicht wie ihr schon einen anderen geschossen habt, ja, dann kommt der Ball vielleicht trotzdem ganz woanders hin. Also ich finde, direkte Freistöße sind bei FIFA 17 gerade von der Nähe extrem schwer, ja, und da finde ich meiner Meinung nach, ist diese Taktik einfach richtig geil und ist auch richtig schwer zu verteidigen, Jungs, ja. Und wenn euch dieses Tutorial gefällt, ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, dann sehe ich, ja, das kommt bei euch richtig gut an, dann könnte ich euch vielleicht auch noch ein Tutorial raushauen, ja, ein Elfmeter-Tutorial, da haben auch einige gefragt, wie schießt du die Elfmeter mit dem Außenriss, wie schießt du die so flach, dass der Torwart die so gut wie nie halten kann, Jungs, also, wenn ihr das sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall dem Video mal 10.000 Daumen nach oben da, ja, lasst auch ein Abo da, wenn ihr das nicht gemacht habt, Jungs, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu der Erklärung. Ja, Jungs, als erstes mal, wo kann man diese Freistoßtaktik ausführen? Am besten funktioniert diese Freistoßtaktik, wenn ihr in den grün markierten Feldern steht. Ja, das ist so halb links oder halb rechts. Steht ihr in dem gelben Feld, funktioniert es natürlich auch noch, aber es ist deutlich schwieriger, den Mann, der in die Gasse läuft, anzuspielen und dann auch ein Tor daraus zu machen. Aber trotzdem ist es möglich, ja. Am besten funktioniert es, wie gesagt, wenn ihr halb links oder halb rechts steht, so 16 bis 30 Meter vom Tor entfernt, ja, dann könnt ihr das einfach am besten ausführen. So, dann jetzt hier am Beispiel seht ihr, haben wir eine Position halb links am 16er und dann ist ganz wichtig, dass man einen Spieler auswählt, ja, der einen Linksfuß hat aus der Position, weil ein Linksfuß, ja, wenn ihr einen Linksfuß als Schütze wählt, der läuft dann auch links an der Mauer vorbei. Würden wir jetzt rechts stehen, also hätten wir jetzt an der halbrechten Strafraumposition einen Freistoß, dann müssten wir einen Rechtsfuß auswählen, dass er dann rechts an der Mauer vorbeiläuft. Das macht ihr, indem ihr die RT-Taste auf der Xbox oder R2 drückt, dann könnt ihr euch einen Spieler auswählen, der einen Linksfuß hat. Das ist schon mal ganz wichtig. Ja, habt ihr euch dann einen Linksfuß ausgewählt, dann müsst ihr bei der Xbox mit LT und auf der PlayStation mit L2 ist es, ein zweiter Schütze rufen. Ja? Seht schon, dann kommt dann hier direkt ein zweiter Schütze dazu. So, jetzt brauchen wir auch noch einen dritter Schütze, den könnt ihr auf der Xbox mit RB oder auf der PlayStation mit R1 ranrufen. Ja, so, jetzt wollen wir ja, dass der zweite Schütze, den wir uns hergerufen haben, mit LT oder L2, wollen wir, dass der über den Ball läuft, ja. Und über den Ball laufen kann man die Spieler lassen mit einem ganz normalen Fake-Shot, den führt man auf der Xbox mit X und A aus oder auf der PlayStation mit Viereck und X, ja. Und wenn ihr jetzt wollt, dass der zweite Schütze drüber läuft, dann müsst ihr einfach noch LT oder L2 halten und dann den Fake-Shot machen, also XA. Und dann läuft dieser Spieler schon mal über den Ball. Und dann wollen wir, dass der Schütze über den Ball läuft. Und da müsst ihr einfach nur einen ganz normalen Fake-Shot machen. Bedeutet einfach nur auf der PlayStation Viereck und X und auf der Xbox einfach X und A. Und dann läuft der Schütze drüber. Und sobald dieser Schütze drüber läuft, ja, dann müsst ihr ja dann genau aufpassen. Sobald der Schütze drüber läuft und das Bild sozusagen die Kamera umschwenkt, ja, müsst ihr mit dem dritten Schützen einfach nur in X-Ball spielen, in diese Schnittstelle. Ja, müsst ihr so das Steuerkreuz ein bisschen schräg halten, ihr seht es hier auch unten im Controller, und dann einfach nur in X-Pass spielen, den so anderthalb Balken aufgeladen. Und dann spielt der den Ball automatisch in die Gasse. Hat er den Ball in die Gasse gespielt, dann merkt ihr plötzlich, oh, ich stehe ja mit meinem Spiel, mit meinem Schütze, der drüber gelaufen ist, plötzlich ganz allein auf den Außen. Und dann müsst ihr einfach nur noch einen Druckpass mit R1, ist es auf der PlayStation, oder RB auf der Xbox, ja,
R1 oder RB halten und mit X einen Druckpass spielen, ja. Und den müsst ihr einfach vors Tor spielen und dann steht da zu 90% einer von euren Stürmern und kann das Ding so wie in der Situation einfach reinschießen, Jungs. Und diese Taktik ist wirklich richtig geil. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, ja, ob ihr damit Erfolge rausgeholt habt oder ihr euch schwer tut. Ist natürlich eine Übungssache und wird auch nicht immer funktionieren. Am Anfang habe ich mir damit auch sehr, sehr schwer getan, ja. Muss mir ein paar Streams richtige, ja, was ein Scheißdreck, was ist das, geile Taktik, ja, yeah, auf den Timo hier ein paar Sprüche drücken. Aber plötzlich, ja, kommen die Dinger und es sind entscheidende Tore. Wenn aus dem Spiel nichts rausgeht, einen Standard bekommt ihr meistens, ja, und könnt ihn einfach gut reinmachen. Und wie gesagt, Jungs, wenn euch das gefällt und ihr vielleicht auch noch Bock auf das Elfmeter-Tutorial habt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut rein, ciao.